Hallo und herzlich willkommen. Heute mit dem Unboxing zur heiß erwarteten HDR 68. Heute mit dem allseits beliebten, legendären Philipp Ebert von NIP.LE bzw. Hide & Seek Squad. Genau, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Immer gerne. Möchtest du aufmachen? Hast du mir mitgebracht oder darfst du aufmachen? Oh, ich hab's mitgebracht. Ja, weiß nicht, wollen wir gleich sagen, woher ich es mitgebracht habe? Natürlich. Gleich einen Dank an unseren Sponsor. Ja, vielen Dank an Martin, Micha und all die dazugehören von der Area 13 bzw. Paintball Shop Leipzig. Haus, Shop, Männer, bleibt uns noch jahrelang erhalten. Und Trommelwirbel. Tada! Ich hab's Trockeneis vergessen, den Dampf. So, gehen wir mal durch, was wir alles haben. Wie üblich bei Umarex, ein Imbus, eine Gebühreneinleitung, eine Packung, das war's. Gucken wir mal auf die Seite. Was kann man denn dazu sagen zu dem guten Stück? Also ich als großer Mensch mit großen Händen, natürlich sieht das dann natürlich cool aus. Ne? Mhm. Also ja, liegt wunderbar in der Hand, ist sehr leicht. Erstaunlicherweise sehr, sehr leicht. Im Gegensatz zu anderen Revolvern. Woher diese Leichtigkeit kommt, ist natürlich kein Geheimnis. Ist natürlich jetzt kein Vollmetall-Markierer. Und dann wäre es schwer, wenn das alles Metall wäre. Genau, dann wäre das 3 Kilo wiegen. Dann wäre das richtig schwer, aber so, ja, schöne Geschichte. Weiß nicht, wollen wir mal. Wir können ja mal Vergleiche ziehen hier. Ja. Wobei ich jetzt merke, dass der doch schwerer ist. Gut, der ist jetzt geladen natürlich, ja. Schon mal fürs Spiel gleich. Keine Sorge, nicht scharf natürlich. Wenn man es mal sieht, so viel größer ist er gar nicht. Das ist eigentlich. Sieht man das? Also wirklich? Hier also, sieht man, bis hierhin geht die kurze, wieder lange. Genau. Und der Griff ist eigentlich fast dieselbe Größe. Ein bisschen breiter ist er natürlich. Genau. Durch die Trommel, durch die 68er Führung. So nochmal. Und hier wirklich ein kleines Stück Griff länger, aber wirklich so viel ist es nicht. Ja. Ich bin auch überrascht, dass das Gewicht dann doch so unterschiedlich ist, aber sicher. Warte, weil die Kapsel wiegt nicht viel. Ja, das stimmt. Auch wenn du jetzt keine drin hast, aber die Patronen, die Kugeln wiegen jetzt auch nichts eigentlich. Ja, dann haben sie schon nochmal abgespeckt, dass er nicht zu schwer ist, weil das ist ja am Ende auch blöd. Klar ist jetzt, wir wissen es alle, ist der TFE, der ist fürs Spielfeld nicht wirklich gemacht. Ja. Aber es ist auch einfach nur ein Sidearm, wo ich auch bei der Größe sagen muss, ein Revolver muss, der muss groß sein. Eine Pistole, die Größe ist genau richtig. So die PPQ, TMP etc. Ja. Die haben alle die richtige Größe. Aber ein Revolver ist ja, gerade wenn er nur so wenig Schuss hat, der muss halt auch eine Wirkung haben. Klar, ja. Wir haben jetzt nur FS drin, ist es dieselbe Munition. Da hast du diese Mannstoffwirkung natürlich nicht wie bei einem richtigen Revolver. Aber ein Revolver, der muss Masse haben. Das Ding hast du ja nicht dabei, um damit 20 Leute rauszuziehen, sondern der ist eher natürlich einmal mega Optik, wenn du den so rausziehst und dann mit dem Ding ankommst. Ja. Und der ist halt genau wie alles von Umarex eher für kleine Sachen geeignet. Wenn ihr richtige Sidearm wollt, ist eigentlich PPQ etc. eigentlich schon fast sinnvoller. Aber Style gewinnt üblicherweise. Einmal das natürlich, und hier hast du halt den Vorteil, Kaliber 68, kannst du mit FS laden, das ist gut. Richtig, das heißt also nicht nur, also alle Roundboards, sage ich mal, gehen natürlich auch rein. Das heißt, Powder und normale Paint ist auch möglich. Aber ob sinnvoll ist, ist die Frage. Genau, also wir haben schon mal uns spaßeshalber die Tests gemacht. Das heißt, First Strike natürlich tadellos. Die ganz normalen USP-Powders auch natürlich Weltklasse. Plus bei Paint sollte man etwas vorsichtig sein. Ich würde eher abraten. Investiert wirklich in dem Moment die paar Cent mehr und gut ist. Was halt auch geil ist, die hat tatsächlich Bodytents drin. Richtig. Die hält die Kugeln fest. Hinten ist sie zu, da kann nichts rausrutschen. Auch so nicht, also auch beim Laufen etc. fällt nichts raus. Und vorne ist tatsächlich für jeden ein Ball-Detent drin. Das ist super geil. Also muss man dann schon rausdrücken, dass er durchkommt. Dann einfach wieder, wie man es ja bei der anderen auch kennt, andersrum, wieder einsetzen. Riegel lösen, drin. Ja. Kapsel habe ich noch keine drin, machen wir gleich. Wir haben ja noch Blödsinn vor. Ja. Genau. Genau. An sich, da gehen wir einmal Kronen, würde ich sagen. Einmal ein bisschen hier über den Schießstand und dann klären wir noch was. Danke. Genau. Wir fangen an mit USPs. So, gucken wir mal. Ach, ja. Ja. Scharf machen wäre nicht schlecht. Klassischer anklicken. Direkter Antag, nächster Outtag. 2,3. 2,10. 200. 200. 198.
Ah, das war's. Es sind ja nur 5, genau. Ja. Ich habe jetzt bis 6 gezählt. Dann tauschen wir mal, machen wir mal FS. Achso, dasselbe. Nummer 2. Okay. Ja, kaum Unterschied tatsächlich. Hat mich jetzt auch überrascht. Muss man natürlich dazu sagen, jeder Kroni messt immer ein bisschen anders, ne? Ja, klar. Aber wir können noch mal ein paar Runden. Wir haben ja noch die kurze und die Mittelstrecke. Die lange und die Mittelstrecke natürlich, meine ich. Und dann schauen wir doch gleich mal. So, gehen wir mal Mittelstrecke mit Powder. Powder, das bist du? Du hast Powder. Ich hab Powder. Oh. Oh, okay. Schlecht, aber ich merke auch, man muss kräftiger drücken als bei der HDR 850, kann das sein? Ich finde aber den Schussweg sehr schön. Das heißt, du drückst wirklich an, dann fängt das Magazin sich an, in die Richtung zu bewegen und dann kommt quasi erst der Schuss. Mhm. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Aber gut laut wieder, ne? Dann tauschen wir einmal Hand. Und mal, ob ich was treffe da. FF. Kann es sein, dass sie mir kam jetzt so vor, als würde sie ein bisschen nach oben. So. Ich glaube, wir halten dadurch, dass wir mit kleinen Revolvern und Pistolen gewohnt sind, ich glaube, wir müssen den Lauf ein kleines Stück nach oben halten. Ja, mir kam jetzt so vor, ich habe jetzt gezielt wirklich auf die untere Mitte, also sie ist immer gleich drüber geflogen. Nee, du Rückstoß hast... spüre ich keinen. Ja. Also minimal, ist ja nur. Also genau. Gar nichts. So, aber dadurch, dass wir keine Projektile schießen, sondern halt. Ich glaube, wie beim Markierer, dass der Lauf, umso höher die natürlich die Entfernung ist, ganz leicht nach vorne muss. Mhm. Guck mal, wir haben ja die Langstrecke noch. Ja. Und dann können wir auch auf der Langstrecke noch mal kronen. Vielleicht war auch die Entfernung einfach zu kurz, dass der Radar nicht gescheit messen konnte. So. Oh, doch nicht gut. Bing. Nicht schlecht. Bing. Ah, schade. Das waren jetzt First Strike, ne? First Strike, genau. Jetzt gehst du mal ran. Von 2,40. Man muss halt mit den Umrex geschossen, wenn man so eine Sache, ne? Mit dem FPS. Ja. Ja. Gehen wir einen Korn. 50? Uiuiui. 26. Knapp drunter. Siehst du, es geht immer ganz knapp vorbei. Sehr schön. Jawohl, so sogar runter. Oh, wenn das das Floh sieht. Oh, schon wieder was kaputt gemacht. Eieiei. Schon das zweite Mal diese Woche. Dann gehen wir gleich mal auf den langen hier. So. Ich will aber nach oben drücken. Oben drücken, so. Ja, nochmal das Nachladen nochmal drauf machen. Ja, das kennt man ja wie bei der HDR selber auch mit der kleinen. Rein. Und rastet sich dann selbst ein. Präsentiere gleich den Holster, wo man das Ersatzmagazin sehr schön drin hat. Das ist jetzt wieder USB, genau. Klick. Auf geht's! Ich glaube, wir gehen einfach auf die andere Seite, ganz ehrlich. Ja, glaube ich auch. Wird hier auch völlig drüber gesegelt. Aber So, das hier ist jetzt andere. First Strike? Wir haben ja zwei davon, ne? Das kostet ja nichts. Genau. Schon besser. Also merkt, wie sie schon am Ende schon abfallen. Aber wir sind jetzt schon bei Trommel Nummer 4. 5? Das waren jetzt jeweils 4. Jeweils 4 Trommeln haben wir jeweils jetzt. Jeweils 4 Trommeln. Also, kurzes. Also für Langstrecke natürlich wieder schwierig, mit den FS schon besser. Hat man ja gerade gut gemerkt, auch mit nochmal gut mehr FPS auf der Distanz, weil der Chrono richtig schon messen kann. Also immer gut Langstrecke messen generell.
Sie ist leichter, sie ist nicht schwer, also man kann sie auch ruhig mal tragen. Wirklich auch doppelt, klar, wenn man auf sowas steht. Natürlich unhandlich, klar, wenn du jetzt beide laden musst, wird es schwierig. Wir kennen das ja mit dem Holster. Holster wie gehabt, klicken, hochziehen, schießen. Wunderbar gehabt, wie gesagt, mit der Trommel. Einfach kurz klicken, man hat es in der Hand. Okay, wir haben es gerade leer geschossen, shit happens. aber dann klick, klick, neu rein. Wenn man das übt, sieht das nicht so unbeholfen aus wie bei mir. Ich bin halt Sub-Air-Spieler. Wieder reinklicken. Alles ist schön. Wunderbar. Genau, ich meine, es ist im Prinzip das gleiche wie die 50er. Also wer die 50er kennt, kommt mit der auch klar. Sie ist nur größer. Dann muss ich natürlich immer bewusst sein, mag man das? Es ist halt wirklich, wenn man sich mal meine Hand dazu anguckt, es ist schon deutlich mehr als die andere, auch wenn sie faszinierenderweise leichter ist. Ja. So. Aber in meinen Augen der große Vorteil, wenn man natürlich Macfeed spielt, man hat einen Markierer spielt, First Strike, man spielt Powders, man hat die Munition da, man muss keine Zweitmunition mit sich rumschleppen, sondern ist immer stets gut ausgerüstet. Wobei wir sagen müssen, Paint empfehlen wir nicht. Zu der ist sie zu grob, auch wenn sie jetzt nicht so viel Bums hat wie jetzt ein 300er Markierer. Aber da hast du dann eine Handschrotflinte, das ist auch nicht Sinn der Sache. So, die Gräben sind frei. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie sich das Ganze im Gefecht ausübt. Auf jeden Fall. Bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Den Nibbeltreffer drauf. Oh. Ist es auch mal getroffen? Nee. Oh. Dreimal oder nicht? So, was bleibt uns als Fazit zu sagen? Ja. Also Spaßfaktor 3000. Auf jeden Fall. Das Lachladen muss man ein bisschen üben, ohne Frage. Ja, das ist Angewöhnung. Aber macht unheimlich Spaß. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, keine Ahnung, 38 Sterne. Mindestens, ja. Ja. Ich würde doch bewusst, dass sie wieder runterfällt, die ist nicht kaputt. Ja. So, und falls jemand Fragen hat, wie First Strike aussehen. Ich wusste es, ey. Den habe ich noch. Den hier aber gut, genau drauf. Na, Nipp halt, ne? Genau, richtig Nippe war da wieder. Vielen Dank. Das sag ich auch, vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. Mitwirken und nochmal danke an Funkwirtschaft Leipzig zum bereitstellen. Und dann würde ich sagen, wir haben heute noch Spaß das Wochenende. ESG steht an. Und wer da war, hat vielleicht noch die Versteigerung gesehen. Wir versteigern eine, die wir hier haben. Danke. Ja. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Dann fangen wir mal an. Erster Absturz. Erster Absturz. Gleich in die Outtakes reinmachen.